Diese Kirche ist eine Basilica Minor, eine päpstliche Basilika. Das bedeutet, der Heilige Vater hat diese Kirche wegen ihrer besonderen Bedeutung, wegen ihrer tausendjährigen Geschichte besonders ausgezeichnet. Dies geschah im Jahre 1958. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier in Aschaffenburg an der Stiftsbasilika St. Peter und Alexander. Und ich lade Sie nun ein, einen Rundgang durch diese Kirche mit mir zu gehen, um ihre Schönheit, ihre Schätze kennenzulernen, um von ihrer Botschaft ergriffen zu sein. Folgen Sie mir auf dem Weg, den wir nun beginnen. Wir haben förmlich die Einladung der wunderbaren Barocktreppe angenommen und sind hier hochgestiegen und kommen jetzt hier in den Vorbereich der Stiftskirche, in das sogenannte Paradies. Ein wunderbarer Begriff, Paradies, der uns ja natürlich erinnern lässt an das Paradies, das die Menschheit verloren hat durch das erste Menschenpaar, durch den Sündenfall. Dass förmlich jetzt dennoch ein Vorbereich bleibt, der uns sammelt, um uns dann in das eigentliche Paradies, das heißt in die Gemeinschaft mit Jesus Christus zu führen. Und diese Gemeinschaft ist eine, die Lebende und Tote überspannt. Und deshalb sehen wir auch hier, wo sich Menschen sammeln, auch Grabdenkmäler, die ein wenig ausdrücken wollen, in diesen Bereich der Kirche treten wir ein in die Gemeinschaft der Lebenden und Toten, die mit Christus Jesus verbunden sind. Die ganze Kirche ist ja nach Osten hingerichtet, das heißt, wir treten hier durch ein Westportal hinein, das als Rundbogenportal gestaltet ist. Und in der Mitte, im sogenannten Tympanonfeld, im Rundbogenfeld, sehen wir Christus auf dem Thron. Er ist der, der uns segnen, vom Thron her begegnet, der das Buch bereithält, das Buch des Lebens oder die Heilige Schrift. Und er wird begleitet von den beiden Patronen dieser großen Kirche, vom heiligen Petrus und vom heiligen Alexander. Dieses Portal ist natürlich von seiner mittelalterlichen Sphäre her gestaltet, als ein Bereich, der uns einlädt, das Himmlische mit dem Irdischen zu verbinden. Das hochrechteckige Eingangsportal ist Symbol für die Welt. Und das Runde, das Kosmische, das Himmlische ist Ort der Wohnung Gottes, wenn man so sagen möchte. Und diese Wohnung Gottes verbindet sich nun mit der Wohnung Gottes hier auf Erden, die auch Menschenwohnung sein darf. Und deshalb auch die große Einladung, in diese Kirche einzutreten durch dieses Portal. Durch dieses Portal, und das finde ich persönlich immer sehr bereichernd, durch das ja schon die Generationen über 1000 Jahre lang hindurchziehen und immer wieder neu dieses Bild empfangen, die Einladung empfangen, die Schönheit dieser Kirche wahrzunehmen. Wir haben das Portal des 13. Jahrhunderts durchschritten und sind eingetreten in den Raum des 12. Jahrhunderts, der romanischen Stilrichtung zuzuschreiben ist. Dieser Raum zeichnet sich aus zunächst durch eine große Ruhe. Das hängt zusammen mit den wuchtigen Pfeilerstellungen der Pfeilerarkaturen. Mächtige Pfeiler aus zugehauenen roten Sandsteinen, die sich dann in die Bogen überleiten und die Hochwand tragen, schließlich sich zu den Obergartenfenstern öffnen. Etwas ganz Bemerkenswertes geschieht hier in der Zeit der Sommersonnenwende, wenn die Lichteinstellung mittags um 12 Uhr hier in den Raum einbricht, ist die Lichtführung, die sich also widerspiegelt, genau im Mittelgang zu sehen.
Die Romanik lebt von der Wucht der Mauer. Ihre Architektur interpretiert für mich ein wenig den Liedgedanken, eine feste Burg ist unser Gott. Das heißt, dieser Raum möchte Schutz bieten, er möchte uns in die Geborgenheit unter den Schutz Gottes führen. Für mich sind die Arkaturstellungen aber auch eine Erinnerung an die römischen Aquädukte, die das frische Wasser in die Stadt hineinleiten. Hier dürfte man sagen, vom Altargeschehen aus, von Christus her, wird das Wasser des Lebens hinausgeleitet in die Stadt unter die Menschen. Solchermaßen verbindet sich Innenraum und Außenraum. Die Romanik wird nun übergeführt in die Gotik. Der Gesamtraum der Stiftsbasilika ist ja über einem lateinischen Kreuz ausgebildet. Der nun folgende Abschnitt der Gotik, also in der Vierung und in den Querhausarmen, ist dem gotischen Stil zugewandt. Dieser Stil strebt in die Höhe. Er hat ein anderes Bauprinzip, eine sogenannte Gerüstarchitektur. Sie ist in der Lage, nun Höhe zu gewinnen. Und sie formuliert solchermaßen die feste Burg um in die Höhe des Kosmos, das heißt in das Überirdische. Es gibt ein schönes Bild, das diese Bauform beschreibt. Es ist der Baldachin, der sich über ein Zentrum wölben möchte. Und hier in der Vierung wird der Altar, der nun eingestellt ist, der moderne Zelebrationsaltar, von diesem gotischen Baldachin-Motiv überwölbt, überfangen und zu einem neuen Würdeort ausgebildet. Die Gotik also nach oben streben, zu Gott hin, die Verknüpfung Mensch und Himmel wird neu formuliert, wie schon im Eingangsportal die Romanik dies versucht hat, indem das runde Bogenfeld ausdrückt, wir sind mit Christus verbunden, er, der im Himmel ist, ist gleichzeitig hier mitten unter uns. Der mittelalterliche Raum wird in der Zeit der Renaissance und des Barock nun ausgestattet mit den typischen Dingen dieser Stilepoche. Der Höhepunkt ist wohl die Einstellung des Vier-Säulen-Hochaltares hier im Altarhaus der Stiftsbasilika. Vier Säulen erinnern natürlich sofort an den berühmtesten Vier-Säulen-Altar, den Baldachim-Altar von Bernini in St. Peter zu Rom. Das Patrozinium von St. Peter in Rom und das Patrozinium von St. Peter und Alexander hier in Aschaffenburg werden damit in besonderer Weise verknüpft. Die vier Säulen mit dem geschwungenen Gebälk und den Voluten als Bekrönung sind natürlich ein Hoheitszeichen, das den Standort des Hochaltars in besonderer Weise betonen möchte. Es geht vom Portal her, damit eine Mittelachse durch die ganze Kirche hierher zum Hochaltar. Verknüpft wird noch einmal Christus, der uns am Portal begegnet, mit dem, den wir in der Eucharistie feiern, mit dem wir verbunden sind im Zeichen des Brotes. Die Orgel nennen wir Königin der Instrumente und sie ist in der Tat wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil in der Liturgie. Zunächst hat sie einmal die Aufgabe, den Raum zu füllen, das heißt über das Ohr, den Raum, den ich sehe, noch einmal verdichtet wahrzumachen. Und dann ist sie die große Begleiterin der liturgischen Gesänge. Sie ist die Interpretin von Stimmungen im Gottesdienst.
Sie hat eine Botschaft zu verkünden, die gemäß dem Evangelium eine Aussage macht über die Freude, die der Mensch empfinden darf, der sich Gott nähert. Und Liturgie ist ja nichts anderes als Ausdruck dieser großen Freude mit der Orgel, mit der menschlichen Stimme, mit allen Registern. Der große Stifter dieser Kirche, Herzog Otto von Schwaben und Bayern, verstirbt sehr jung. Es wird vermutet, dass in dem Zusammenhang seine Schwester, Äbtissin Mathilde von Essen, ein Kreuz hierher schicken lässt, als Zeichen der Erinnerung an ihren Bruder, aber auch gewiss als Zeichen der Trauer und als Zeichen der Hoffnung. Wenn wir dieses hervorragende Kreuz in der Stiftsbasilika anschauen, werden wir einen dargestellten Herrn finden, der ruhig förmlich am Kreuz steht, als stünde er auf einem thronähnlichen Gerät, als würde er schon von der Auferstehung her in die Fülle des Lebens hineinschauen. Die körperliche Darstellung, die Präsenz, die Art der inneren Ruhe und Ausgeglichenheit lassen nicht einen Todeskampf vermuten, sondern eine Hingabe der Liebe am Kreuz, die in der Auferstehung gipfelt. Und so dürfen wir sagen, wenn Paulus schreibt, wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten, dann meint er immer den Auferstandenen. Und so ist diese Kreuzigungsdarstellung in der Stiftsbasilika ein Ausdruck für unseren Glauben an die Auferstehung. Ja, der Auferstandene selbst begegnet uns im gekreuzigten Herrn. Nach dem Tod des Stifters, Herzog Otto von Schwaben und Bayern, kam die Stiftskirche in den Besitz des Hochstifts Mainz. Und im Laufe der Jahrhunderte wurde Aschaffenburg zu einem sehr beliebten Sitz der Mainzer Kurfürsten. Es wurde Sommerresidenz. Einer der ganz berühmten Vertreter der Mainzer Kurfürsterzbischöfe war Albrecht von Brandenburg. Wir sehen hier sein Grabdenkmal, das er eigentlich für die Stiftskirche in Halle geschaffen hatte. Als aber die Reformation die Stadt Halle förmlich überrannte, ist er ungefähr im Jahre 1540 hierher nach Aschaffenburg übersiedelt, in die Sommerresidenz zu Mainz, um auch ein wenig Distanz zum Mainzer Domkapitel zu gewinnen. Und er hat hier in diese Stiftskirche Aschaffenburg all das mitgenommen, was er zur Ausstattung der neuen Stiftskirche in Halle geplant hatte, die ganzen Altäre aus der Kranachschule und dieses Bronze-Grabmal aus der Fischerwerkstätte in Nürnberg.
Wir sehen auf der rechten Seite das Grabepitaph von Albrecht. Es ist ein wunderbares Bildwerk der Renaissancekunst. Wir sehen den Kurfürst, Erzbischof, Reichserzkanzler des Heiligen Römischen Reiches, Primas Germaniae, in seinen vollen Pontifikalien. Es ist die Mitra, der Stab, der Ring, das Pektorale, das uns die erzbischöfliche Würde vorstellt. Und es sind die vielen Wappen, die natürlich seine Herkunft bedeuten. Er ist Brandenburger. Er ist damit als Kurfürst in Mainz, gleichzeitig mit Kurfürst wie sein Ahn in Brandenburg. Eine ganz wichtige Machtfülle hat damit Albrecht von Brandenburg in der Hand. Er ist ja übrigens nicht nur in Mainz Bischof, sondern auch in Magdeburg und Halberstadt. Eine große Fülle sowohl kirchlicher als auch politischer Macht. Jeder Besucher, der in die Stiftsbasilika kommt, möchte dieses Bild hier sehen, die Beweihung Christi von Matthias Grünewald. Das im Jahre 1525 geschaffene Werk ist ein Auftragswerk von Kardinal Albrecht von Brandenburg. Die heutige Forschung sagt, es sei kein Predella-Bild eines Altars, sondern ein Frontbild zu einer Heilig-Grab-Anlage. In der Liturgie des Karsamstags kommt das heilige Grab vor. Ganz bemerkenswert ist in diesem Bild die Form der Abkürzungen, mit denen Grünewald arbeitet. Man hat ja zunächst den Eindruck, das Bild sei beschnitten, aber es ist die Originalgröße. Man sieht nur ausschnitthaft ganz vorne den Leichnam Jesu. Man sieht im Hintergrund den Kreuzesbalken. Man sieht Maria, aber nur mit ihren Händen, wunderbar zum Gebet oder auch zur Trauer geformte und gefaltete Hände. Und man sieht Wappen, die von Stifterfiguren oder von Helfern gehalten werden. Ganz wunderbar die realistische Darstellung eines toten, gemarterten Körpers. Jesus, der in vielfältiger Torsion verwunden ist, der die Merkmale des Todes an sich trägt, also ganz menschlich herüberkommt, wird zu einem Bild des Erbarmens oder des Mitleidens, das derjenige in sich empfinden soll, der diesem Bild gegenübertritt. Es ist also ein Bild, das uns bewegen möchte, in die Passion Jesu Christi hineinzusinken und mit ihm zu leiden, mit ihm zu fühlen, mit ihm den Weg des Kreuzes auch zu gehen. In der Stiftskirche hing die mittlere Tafel des berühmten Magdalenenaltars aus der Sammlung Kardinal Albrechts von Brandenburg. Ein Werk, das er für seine Stiftskirche in Hall in Auftrag gab. Lukas Cranach der Ältere malte dieses Werk. Heute befindet sich allerdings das Original im Stiftsmuseum im Kontext des Gesamtaltars, der zusammengetragen wurde aus den Teilen, die hier der Stiftskirche gehören und dem bayerischen Staat. Lukas Cranach der Ältere war einer der Favoritmaler des Kardinals. Er zeigt uns hier in diesem Magdalenenaltar ein Bild der Auferstehung. Und zwar in einer ganz besonderen Kombination. Wir sehen oben in der Mitte in einem Lichtschein den auferstandenen Herrn, roter Mantel, leuchtend mit der Siegesfahne. Und auf der linken Seite unten sehen wir die sogenannte ostkirchliche Darstellung der Auferstehung, nämlich das Hinabsteigen des Herrn in die Unterwelt. Er ergreift förmlich
Adam, der in der Unterwelt schläft und verweilt, und führt ihn ans Licht und mit ihm die ganze Menschheitsfamilie. Oben dann sehr köstlich, und dies ist die Fantasie des Mittelalters und der beginnenden Neuzeit, dass die Geister aus der Unterwelt fliehen, die Geister, die nicht mehr ihren Raum haben, denn der auferstandene Herr dringt in alle Räume bis hinein in die tiefste Hölle, um Leben in Fülle zu schenken. Wir sind jetzt im Museum, im Stiftsmuseum der Stadt Aschaffenburg. Dieses Museum ist sehr organisch verbunden mit dem Komplex der Stiftsbasilika. Es ist ja auch untergebracht im früheren Stiftskapitelshaus. Das heißt, es ist die Verbindung geschaffen zwischen der Kirche und dem früheren Komplex des Stiftskollegiums. In dieses Museum sind sehr schöne Skulpturen eingebracht, Kreuze, Marienstatuen und vieles Ähnliche. Und was seit dem Jahre 2009 eine Besonderheit ist, man hat den Stiftsschatz der Basilika hier zur Ausstellung gebracht, zu einer ständigen Ausstellung. Und die beiden Hauptwerke dieses Stiftsschatzes sind die beiden Reliquienbüsten von Petrus und Alexander, den beiden Patronen der Stiftsbasilika. Ich darf bei der älteren Büste beginnen. Sie stammt wohl aus dem Jahr 1410, 1420, kommt vom Mittelrhein, ist ein wunderbares Silbertreibwerk, das vergoldet wurde und mit Geschmeide, Preziosen angezogen wurde förmlich. Unter der Tiara, der Papstkrone, befindet sich ein Stück der Schädeldecke von Papst Alexander. Dieses Stück wurde einmal der Kirche hier geschenkt und so wurde Alexander zum Konpatron erhoben. Er wird sehr jugendlich, sehr schön dargestellt, ebenmäßig, wie es eben ein Heiliger sein möchte, der förmlich im Glanz der Herrlichkeit steht. Die andere Büste ist genau datiert auf das Jahr 1473, stammt von einem gewissen Hans Dirmstein aus Frankfurt. Er hat sich dort verewigt, er war stolz auf sein Werk, und wir sehen Petrus dargestellt in der klassischen Weise, mit Bart, mit vollem Haar, angetan mit Pontifikalien, die Papstkrone und das Amikt, das heißt das Schultertuch und den Chormantel, alles mit wunderbarem Geschmeide versehen, eine sehr wertvolle Figur. Es ist fast ein Wunder zu nennen, dass diese Büsten noch erhalten sind, denn viele Dinge aus dem Mittelalter wurden eingeschmolzen, spätestens in der Zeit der Säkularisierung 1803. Aber hier sind diese beiden Preziosen erhalten geblieben. So können sie sowohl jetzt sehr schön im musealen Kontext zu sehen sein und vor allen Dingen, was natürlich wichtig ist, am Fest aller Heiligen oder am Fest der Apostel Petrus und Paulus werden diese Büsten nach wie vor auf den Hochaltar der Stiftsbasilika gestellt. Wir sind am Ende unseres Rundgangs durch die Stiftsbasilika und durch das Stiftsmuseum mit dem Stiftsschatz angelangt. Ich darf Ihnen sehr herzlich danken für Ihre Bereitschaft, mir auf diesem Weg zu folgen, die Augen und das Herz zu öffnen für die vielen Dinge und auch für die Botschaften, die wir mitnehmen durften. Beileibe konnten wir nicht alles sehen. So gilt nun heute meine herzliche Einladung, Ihnen hierher nach Aschaffenburg zu kommen und die Stiftsbasilika St. Peter und Alexander einmal selber zu besuchen, den Ort wahrzunehmen, ihre Schönheit zu genießen, die Gemeinschaft des Glaubens vielleicht auch zu verspüren mit den Menschen, die hier zusammen Gottesdienst feiern. Ich möchte Ihnen auf diesen Weg ein Wort des Apostels Paulus mitgeben, das er an die Epheser gerichtet hat, an den Füßen beschut, mit der Bereitschaft zum Evangelium des Friedens.